Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen hier wieder auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, darüber freue ich mich natürlich riesig. Ja, es geht mal wieder weiter an unserem Lamborghini Miura. Ja, da haben wir ja schon lange nichts mehr dran gemacht. Und da soll es dementsprechend dann jetzt heute auch weitergehen. Das letzte Mal, wo wir dran gemacht haben, ich glaube, das war im Kalender. Dieses Jahr haben wir noch gar keine Lieferung gehabt. Und ja, was wollen wir machen? Wir wollen die sogenannten Ansaugtrompeten in den Motorblock einbauen. Dann wollen wir die Zündkabel verlegen. Und wir wollen dementsprechend auch noch sogenannten Flansche einsetzen. Verteilerflansche. Genau. Das wollen wir heute alles machen. Und ich würde sagen, ich rede jetzt nicht mehr lange weiter. Ihr kommt jetzt dichter und wir legen los. So, hier haben wir dann jetzt die Ausgabe Nummer 13. Wir sollen jetzt die Verbindung zwischen Zündverteilerkappe mit dem Motorblock machen. Und zwar nehmen wir diese kleine Kappe hier und die stecken wir jetzt hier drauf. Wir müssen darauf aufpassen, dass die kleinen Zapfen hier dran dementsprechend nach oben zeigen. Eine Seite geht es leicht rein, an der anderen Seite ein bisschen schwieriger. So, aber wenn es dann einmal richtig drauf gedrückt ist, dann sitzt das Ganze auch. Drücken wir mal ein bisschen nach an der Stelle, ein bisschen stramm. Und jetzt sollen wir halt dementsprechend viele Leitungen verlegen. Wir sollen jetzt einmal das Kabel mit den 95 mm Länge nehmen. Das ist das Kabel A. Die haben das hier nach Nummern nummeriert, aber auf den Tüten sind Buchstaben. Also die 1 ist A und die Zahlen sind dann praktisch chronologisch nach unten. Die 6 ist dann das kleinste, das sogenannte, was habe ich hier, F. So, also wir nehmen jetzt das Kabel mit den 95 cm und tun das dementsprechend jetzt verkabeln. Und zwar sollen wir daran jetzt das zweite Loch nehmen, nämlich dieses hier. Da stecken wir das Ganze hier drauf, so, und gehen dann in den hintersten Bereich. An den hintersten Zapfen, den wir hier haben, und zwar haben wir da in der Ecke mal einen kleinen Zapfen. Da stecken wir diese Leitung drauf. So, das haben wir. Dann nehmen wir das Kabel B mit den sogenannten 85 cm. Das stecken wir jetzt da seitlich neben. Einmal da so drauf. So. Und gehen an den nächsten Zapfen. An den nächsten Zapfen. An diesen hier. Und da stecken wir das Kabel B drauf. Ich nehme mal, glaube ich, eine Pinzette. Dann geht das Ganze, glaube ich, ein bisschen leichter.
So. Und an dritter Stelle einmal Pinzette nehmen. Und das Ganze dementsprechend an die dritte Stelle setzen. So, jetzt haben wir alle vier Kabel dran. Jetzt brauchen wir ein sogenanntes Zusatzteil. Und das Teil ist das sogenannte Zündverteilerkappe, Bauteil Nummer eine sogenannte Zündverteilerkappe ist das. Die nehmen wir jetzt hier raus und die stecken wir hier hinten, haben wir zwei so kleine Löcher. Zwei kleine Löcher, einmal ein großes und einmal ein etwas kleineres Loch. Jetzt das eine Loch habe ich. Wo ist das zweite? Da. So, und dann stecken wir das da so dementsprechend drauf. Und jetzt machen wir dann weiter mit den nächsten Kabeln. Und zwar nehmen wir das 55 mm Kabel. Das ist das Kabel E. Das stecken wir jetzt an das, was wir gerade dran gesteckt haben. Und zwar an den sogenannten, von mir aus gesehen, ist das jetzt der linke Port. Und da stecken wir das drauf und kommt dann auf die fünfte Position. Einmal so. So. Und zum Schluss nehmen wir dann noch das sogenannte letzte Kabel, das 38 mm Kabel, das ist das Kabel F. Das kommt an ebenfalls dem nächsten Port auf der rechten Seite. Kommt das da so dran? So. Und kommt auf die sechste Position. So, und wenn wir das dann alles gemacht haben, dann haben wir das Ganze nämlich jetzt alles nämlich so verkabelt. Und das Ganze machen wir jetzt noch ein zweites Mal, aber das mache ich eben schnell hinter der Kamera. So, da bin ich wieder zurück und ihr seht, ich habe jetzt beide fertiggestellt, dass ihr das einmal schön sehen könnt. Und jetzt machen wir weiter mit der Ausgabe Nummer 14. Und in der Ausgabe Nummer 14 machen wir das gleiche, was wir in den vorigen beiden Ausgaben Nummer 11 und 12 gemacht haben. Wir sollen dieses Teil hier wieder zusammensetzen. Das habe ich auch schon fertig gemacht, weil nochmal euch zu zeigen wäre langweilig. Also nehmen wir jetzt das aus der Ausgabe Nummer 14 und das Bauteil aus Ausgabe Nummer 13. Und jetzt müssen wir das Ganze nämlich hier einsetzen. Sie nur gucken, wie und wo das Ganze rumkommt. So herum soll es das zeigen. Dann würde ich eher sagen, dann ist es doch. Dann habe ich die Motorblocks jetzt vertauscht. Entschuldigung. Das kommt nämlich dann nämlich einmal schön hier so drauf. Gesetzt. Gar nicht wahr. Aber was zeigt er mir denn da? Als allererstes. So, wir sollen also das Ding so rumdrehen. Ja, hab ich. Und jetzt sollen wir das Teil nämlich hier in die Mitte einsetzen.
ist ja wieder ein Spaß hier. Passt der da gar nicht rein? Warum passen die? Und dann geht auch wieder mir eine Leitung ab. Also einen habe ich da. Schon mal so reingeprockelt gekriegt. Ah, jetzt ist er gesackt. Und jetzt muss ich die Leitung dahinter wieder angeklemmt kriegen. Ja, das ist ja lustig, weil die ist mir abgegangen. Die ist mir abgegangen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Getroffen habe ich, glaube ich. Ja. So, und dann haben wir das ganze Ding nämlich so da drauf. Was komisch aussieht, das Ding ist irgendwie noch ein bisschen schief. Ah, jetzt ist er auch noch runtergesackt. So. Jetzt haben wir das ganze Ding so verteilt. Und ich sehe gerade, dass diese Leitung hätte auch nach hinten gemusst. Deswegen entferne ich die auch nochmal. Und pack die auch nochmal nach hinten. So, und dann haben wir, wie gesagt, das Teil jetzt so zusammengesetzt. Und wie geht es jetzt weiter? Genau, mit der Ausgabe Nummer 15. Und da bauen wir das gleiche Teil hier nochmal. Auch das habe ich schon zusammengesetzt. Und wir stecken das ganze Ding auch nochmal jetzt wieder hier so rein. So, einmal, zweimal. So, und dann haben wir das Teil auch da reingesetzt. So sieht unser Zündverteiler jetzt aus. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur Ausgabe Nummer 16. So, dann haben wir hier die Ausgabe Nummer 16 und hier haben wir wieder ein Luftgittergehäuse und eine Luftgitterabdeckung. Luftgitterabdeckung stecken wir da wieder so drauf. Und wir einmal gucken, wie rum das Ganze. Einmal so rum und die Schrift muss so rum zeigen. Alles klar. Und dann haben wir hier wieder jede Menge kleine Nupsen, wo das Ganze dementsprechend drauf soll. So, muss da einmal gucken, dass ich da auch richtig bin. Na, wo ist er denn? Da ist er. So, und dann haben wir das Ganze dementsprechend auch da drauf. Und dann müssen wir jetzt wieder sogenannten die Druckschrauben einsetzen. Das sind diese kleinen hier, die kommen wieder hier rein. Aber das haben wir auch schon mal alles gemacht. Werdet ihr auch gleich sehen.
Das war nämlich diese kleine Fummelarbeit hier. Na. Jetzt will diese kleine zähliche Mist da nicht rein. Und aufpassen, nicht dass es euch abhaut, denn wir haben davon keinen Ersatz. Ich übergehe den jetzt einfach mal. Und nehme einfach mal erstmal. Und da ist es schon leicht passiert, dass er mir abhaut. Kriegt den da so reingeprockelt. Also, wir hätten das beim letzten Mal gemacht. So, einen habe ich drin. Ich mache die beiden anderen auch noch mal eben hinter der Kamera. So, ich habe die drei sogenannten Druckschrauben auch jetzt da eingefügt. Und jetzt geht's weiter. Wir bekommen das nächste Bauteil. Und zwar diese Leitungen hier. Das ist alles noch an einem dran. Das müssen wir jetzt gleich einmal erstmal trennen. Das sind die sogenannten Anschlüsse für Benzinschläuche. Die müssen wir jetzt einmal eben trennen mit dem Cutter. Einmal schön. Damit nehme ich einmal eine längere und eine kürzere. Und ich gucke, dass ich die jetzt an der richtigen Stelle trenne. So, da haben wir einmal diese Leitung und dann trennen wir das auch noch mal hier. Da und da auch noch mal. So, dann haben wir die auch und jetzt müssen wir zwei Leitungen, eine längere und eine kürzere, auch noch einmal eben schnell anklemmen. Die stecken wir einmal hier. So drauf. Das ist unsere längere und diese hier auf die kürzere Seite. So, das haben wir auch gemacht und jetzt sollen wir den zweiten Motorblock machen. Den habe ich auch schon fertig. Ihr könnt sehen, ich habe jetzt hier beide schon fertiggestellt und wir sollen jetzt, ist das jetzt der hier? Ja, der ist das. Da sollen wir jetzt die kürzere Leitung nehmen, nämlich diese hier, und die sollen wir jetzt dementsprechend hier oben reindrücken. Und ich sehe gerade, ich habe die nicht richtig sauber abgekniffen. So. Und dann geht das Ganze dementsprechend einmal da so rein. Zwei haben wir. Und die anderen beiden auch noch. Das haben wir jetzt einmal gemacht und das Ganze machen wir jetzt noch ein zweites Mal an unserem anderen Motorblock. Und auch hier sehe ich nicht richtig
sauber. Nochmal ein bisschen nachkneifen. Das machen wir jetzt nämlich noch an unserem zweiten Motorblock. Nehme ich auch nochmal. Und zwar, da muss ich gucken, wo sind die Löcher hier? Oh. Die sind auf der anderen Seite. Und ach, da ist auch noch einer, der ist auch noch nicht sauber. So. Und dann drehen wir das Ganze einmal nämlich so herum. Und drücken die Benzinleitung. Jetzt müssen wir aufpassen, hier sind komischerweise auf der Seite sind die Leitungen. So, da rein. Ich zeig's euch. Einen Moment. So, das haben wir auch. Und damit sind wir dann mit den Bauphasen 13 bis 16 auch fertig. Und ich denke mal, das ist dann die Lieferung 4. Und damit reicht es dann auch erstmal. Na, da bin ich auch schon wieder. Na, das ging ja schnell, dass diese Lieferung. Das lag auch daran, dass ich einiges, was doppelt gewesen ist, nicht nochmal aufgenommen habe, weil das haben wir beim letzten Mal schon gesehen gehabt. Das ist jetzt das Ergebnis. Hier haben wir dann jetzt dementsprechend unsere sogenannten Ansaugtrompeten, die Flansche hier unten und das Kurbelgehäuse. Und hier auf der Rückseite seht ihr die ganzen Zylinderkabel. Ja, das haben wir gemacht. Was bekommen wir beim nächsten Mal in der Lieferung Nummer 5? In der Lieferung Nummer 5 bekommen wir das untere Kurbelgehäuse, wir bekommen die Ölwanne und wir bekommen das Differential. Ja, also es geht weiter am Motor. Seid da mal wieder gespannt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder Spaß gemacht. Wenn ja, gebt wie immer dem Video einen Daumen nach oben. Lasst gerne für diesen Kanal ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan haben sollt. Über neue Abonnenten freue ich mich natürlich riesig. Kostet euch nichts, nur einmal klicken. Und in diesem Sinne, Glück auf, macht's gut, bleibt gesund, passt weiter auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao!